So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem The Sacred Stones. Wir haben im letzten Part einen herben, wir haben einen Verlust hinnehmen müssen. Und das im Training! Auf dem Weg zum Turm wohlgemerkt. Shit! Ja, kann ich das Ozeansiegel wieder verkaufen. Korm ist tot. Korm ist tot. Gerade von diesen drei Pissbollen hier. Ah. Gott im Himmel. Komm, weißt du was? Friss Stahl, Junge. Friss einfach Stahl. Oh, das ärgert mich gerade so. Nur weil ich Luz einfach mal an die unpassendste Stelle stellen musste. Dafür wird er jetzt gerecht werden. Das hat doch was für sich. Tana übernimmt den Bogenschützen. Soviel zum Thema Korm hat eine gute Ausweichreite, ne? Dafür kann ich sie entwickeln. Wenigstens etwas. Das ist aber nur ein schwacher Trost. Jetzt haben wir vier Charaktere schon verloren. Vier Leute. Weil ich dumm bin einfach nur. Einfach nur, weil ich dumm bin. Hier, kriegst du aufs Maul, du Fettwanst. Okay, fett ist er nicht. Aber er ist mit Schuld daran, dass Korm tot ist. Hey, was? Nein, 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 ist ja. Ist so, ist sie richtig. Oh, das ärgert mich gerade so. Naja, was will man machen? Was will man machen? Da kann man nichts machen. Kannst du machen nix? Gucke, musst du gucken zu. So umgeht's. Dann nutze mal die Peitsche. Also, wir können sie jetzt zu einem Falkenritter, Flinke Himmelskrieger, sehr stark gegen Magie, Waffen, Schwert und Lanze machen. Und einmal den Wyvernritter und die Wyvernreiter von Sinn von überwältigender Macht. Waffen sind Lanze, Fähigkeit ist Stich. Ich werde sie zum Falkenritter machen, ganz einfach. Ich habe mit denen hier irgendwie nicht viel Erfahrung, auch keine bis jetzt guten Erfahrungen gemacht. Und Falkenritter, ich mag halt Pferdchen. Ich mag Pegasi. Also her damit. Und das hätte Vanessa sein können. Das ärgert mich immer noch, aber ansonsten ein gutes Herz. Ich habe Tana bis jetzt nie im Durchlauf dabei gehabt. Und vielversprechend. Vielversprechend. Muss ich da noch irgendwo ein Eisenschwert auftreiben. Entschuldigung, Leute, ich bin... Hä? Aber ich muss sie bewegen. Ich dachte gerade schon, hä? Und sie gibt mal eben eins ihrer Heilmittel ab. Und nimmt die Engelsrobe. Das war nämlich auch dringend nötig. Wo kann der eigentlich hinlaufen? Kann sich Marisa drum kümmern. Das ärgert mich immer noch maßlos. Gerade aufs Maul. What the fuck? Weißt was? Nutzt den letzten Punkt von der Pflege. Fast ein Level up. Aber auch nur fast. Heiler sind immer so mühsam zu trainieren. Hau ihm bitte eine rein und dann ist er weg. Jetzt stellt sich mir jetzt nur noch die Frage, kann man das Ozeansiegel auch für Myrmidonen einsetzen? Ich glaube nämlich nicht.
Aber das kann man ja gerne mal schauen. So. Nach, doch nicht das Heilmittel. Okay, wartet. Heilmittel bitte mitnehmen. Draco-Schild mal später. Für Diebe und Piraten, okay. Warte mal. Bekommen wir überhaupt einen Piraten hin im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das echt zu lange nicht gespielt. Boah, Alter. Meine Erinnerungen sind wirklich sehr, sehr, sehr lückenhaft. Mal die Lanze ausrüsten. Vielleicht tötet er sie nicht damit. Okay, er hat doch eine ansehnliche Geschwindigkeit drauf. Ich dachte, er schlägt mal einmal zu. Naja, wenigstens. Bekommt Luz damit trotzdem noch ein paar Erfahrungspunkte. Das reicht aber nicht so ganz. Wisst ihr was, ich gebe ihr auch noch das... Ja... Das Draco-Schild. Erscheint mir ein bisschen sicherer, die Sache. So. Na, tausch bitte. Gut. Oh, da kommt gleich der Big Boss. Greift er zweimal an? Ja. Na egal, verdient ist verdient. Damit dürfte Franz jetzt eigentlich meine am höchsten aufgelevelte Einheit sein. Komm Franz, bitte, bitte lass Luz noch ein bisschen was. Ja, ich weiß, du kannst es, aber... What the fuck? Okay, okay. Ihn und gut ist. Dann sind wir hier raus und können endlich zum Turm weiter. Okay, Leute, so schön es auch ist, wir haben zwar dieses Gemetzel, Scharmützel, so heißt es, haben zwar jetzt überstanden, aber wir haben eine wichtige Einheit verloren, der arme, arme Colm. Das ärgert mich trotzdem. Das ärgert mich immer noch. Was will ich machen? So, wir schauen mal, wen wir mitnehmen. Erstmal alle rausschmeißen aus dem Team. Tana ist entwickelt, da muss ich sie nicht mehr mitnehmen. Aber ich gucke mal. Es sind wenig Skelette. Das freut mich. Je mehr von denen nämlich da wären, na, desto mehr Probleme hätten wir auch. Oder können die weiterlaufen? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich sage in letzter Zeit oft, ich habe keine Ahnung. Und ich bin irgendwie müde. Dieses Wetter, ne, das macht einen so träge. Bevor sich das hier noch ewig hinzieht, werde ich mal die Animation ausstellen. Wir verstecken uns einfach mal.
Machen wir es aber so. Warum greift ihr nicht an? Das erklär mir mal, wer will. Ich darf Runenschwert halten. Das ist nicht schlecht. Waffenlevel erhöht. Level 18, ne? Das könnte schwierig werden, sie noch auf Level 20 zu bekommen. In diesem Durchlauf hier. Aber wir werden sehen. Ich werde, denke ich, jetzt auch nur noch Loose vorschicken, weil für den Big Boss hier oben bekommt man immer 100 Erfahrungspunkte. Also ein Level ab pro Durchlauf bekommt man mit Sicherheit. Wir brauchen ja zwei Level-Ups. Na, kommt ran hier. Man merkt, ich bin wieder ein bisschen stumm. Ich sag wieder sehr, sehr wenig. Aber was soll ich hier auch schon großartig jetzt sagen? Hier ist ja nichts los, außer dass ich jetzt ein bisschen trainiere. Na, wahrscheinlich ist das Feuer zerbrochen. Sag ich ja. Jetzt dürfte sie Donner einsetzen. Oh, Critical. Schick. Und tschüss, Mann. Hat sie ein KP dazu bekommen? Ja, hat sie. Dann werde ich sie eben schnell von Natascha mal heilen lassen. Dann kann auch Natascha noch ein Level bekommen. Und ich glaube, Marisa werde ich trotzdem mal den einen Dicken schlagen lassen. Wunderbar, Level up für Natascha, Level 14. Oh, ich hatte damit gerechnet, dass ihr Magiewert noch wesentlich höher wäre. Der haut rein. Und damit haben wir Loose auf Level 20. Ich kann sie dann weiterentwickeln. Und Marisa dürfte auch noch ein Level-Up bekommen in diesem Durchgang. Da reicht das einfache Startschwert hier mit dem einen. Schön. Dann haben wir wenigstens auch ihr noch ein Level abgebracht. Und das Stahlschwert ist zerbrochen. Und ich werde nicht auf die nächste Ebene gehen. Ich werde jetzt hier speichern, Freunde. Werde sie noch in diesem Part entwickeln? Die gute Luv? Bitte hier. Items verwalten. Luv. Gib mal dein Schwert da, das Schwert ab und nutze den Leitstern. So, und jetzt haben wir die Wahl zwischen Weiser und Warlock. Der Weise. Gelehrte des magischen Kodex. Magie Anima, Licht und Stab. Das heißt, sie kann alle Arten von Magie dann verwenden. Nicht schlecht.
und Meister im Umgang mit Anima und Stäben. Magie, Anima und Stab. Ich finde von den Fähigkeiten den Weisen immer noch am besten. Der Warlock hatte einfach nur den Vorteil, da auf dem Pferd unterwegs ist, dass er ein bisschen weiter laufen kann, aber na, das brauche ich nicht unbedingt. Also ich werde sie zu einer Weisen machen. Da kann ich ihr wenigstens auch Lichtmagie geben. Und wie gesagt, Lichtmagie ist in diesem Spiel ja sehr overpowered durch die Gegner, die im späteren Spielverlauf noch übermäßig kommen werden. Also die Monster. Und ja, auf geht's. Luz entwickelt sich. Zu Weisen. Schön. Ich bin ehrlich, ich mag diesen kleinen Sprite von den Weisen. Vor allem von den Mädels. Das passt einfach besser. Mit dem Kleidchen und dem Umhang. Perfekt, Leute. Damit ist dieser Part knapp über eine Viertelstunde lang. Vielleicht gucke ich nochmal, wen ich so ausstatten kann. Warte mal, Luz kann ja schon mal aus dem Fond. Haben wir Lichtmagie hier eingeladen? Nein. Tausch mal. Wo haben wir ihn? Ach nee, er hat auch eine Odysseus-Peitsche. Arthur, genau dich habe ich gesucht, mein Freund. Gib mir mal den Blitz. Haben wir noch im Fond? Sie kann Pfleger... Okay. Richtig, Tana kann ja jetzt auch Schwerter einsetzen, dementsprechend. Wir haben hier keins, das sie jetzt einsetzen könnte. Warte mal, kann sie vielleicht tauschen mit wem? Hier. Eben schnell schauen, hat noch irgendwer... Irgendwer... Anscheinend nicht. Okay, wartet mal. Tauschen wir eben schnell mit Marisa. Nee. Oder warte mal. Nee, man kann die nur verkaufen und nicht kaufen. Hier kann man wiederum was kaufen. Tana, du gehst mal ins Arsenal und holst dir... Ich wollte gerade sagen, ein Eisenschwert, aber der hat gar keine Eisenschwerter im Angebot. Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Arsenal. Toll. Haben wir eins? Ja. Der hat Eisenschwerter. Na wunderbar. Arthur braucht nichts mehr, Saleh braucht nichts mehr. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nur noch hier vorne mich hinstellen. Meine Items ein bisschen verwalten. Mal schauen. Arthur, du kannst erstmal alles abgeben. Gilliam kannst auch alles abgeben. Seth kannst auch alles abgeben. Mulder ebenfalls. Auch Kyle. Ross. Garcia. Ines ebenfalls. Ivan auch, Doste auch, Adoration sowieso und Cormac auch. So, das heißt, wir haben unser Team soweit erstmal noch vollständig. Wir haben Natascha, Luz, Marisa, Naomi, Franz, Erika, Tana und Joshua. Ich weiß nicht, ob ich Gilliam trainiere. Das ist jetzt ein bisschen vor, da kann man noch trainieren. Ich glaube, den nehme ich dann trotzdem mal mit. Saleh, ne, der wird rausgeschmissen, Kyle auch, aber vorne vielleicht noch. Ja, Freunde, das, wollte schon sagen, ich muss irgendwo speichern können. Wir speichern hier noch einmal. Und das wär's dann soweit. Das Training ist abgeschlossen. Ja. Tana haben wir entwickelt, Luz haben wir entwickelt, Natascha hat ein Level-Up auch bekommen. Und wir haben wohl mit unserer lieben Marisa noch ein Level-Up beschert. Und naja, von Colm wollen wir gar nicht mehr reden. Ich bin so doof. Ich bin so blöd, ganz einfach. Ich bin dumm und fertig ist. Naja. Das wär's dann erstmal für diesen Part.
Hiernach wird es dann mit der Story weitergehen. Es sei denn, dieser blöde Köter da wird mir nach am Weg stehen. Da muss ich ihn wohl doch noch in einem Zusatzpart besiegen. Denn das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Metroid Mafia 96 meldet sich ab. Ciao.